Also das Automuseum Prototyp in Hannover. Genau, hier sieht man, wie die Bleche geformt wurden. Ne? Lustiger wäre es eigentlich, wenn du fährst. Ja, jetzt bewundere ich erstmal deine Fahrkünste. Du bist doch, ja, mit elektronischem Spielzeug aufgewachsen, ich nicht. Ja, mit so einem Gameboy und Tamagotchi, glaube ich. Ja, in der Zeit groß geworden, da hieß es, geh raus spielen, zack, und dann war ich weg. Und fand das auch cool. Und heute bist du in der U-Bahn und alle hängen an ihrem Handy. Ja, ja, gut, da, ja, klar, aber das ist gerade fancy, das ist jetzt gerade so das Ding der Zeit, das wird sich auch wieder ändern. Also das ist im Medienbereich, muss man sagen, ist immer das gerade aktuellste Medium, immer die Sau gewesen, die durchs Dorf gejagt wird und alle drüber geredet haben und immer gesagt haben, das Alte stirbt aus. Ja, bisher ist gar nichts ausgestorben, selbst der handgeschriebene Brief ist nicht ausgestorben, den gibt es immer noch. Ja, so, also da stirbt nichts aus, sondern es kommt immer irgendetwas dazu und alle denken jetzt, das Allerneueste ist jetzt der Feind des Alten. Nein, es wird sich alles ineinander einreihen und verschwindet nichts von dieser Welt, ganz sicher nicht. Ich wollte dich eigentlich fragen, was du von Influencer-Marketing hältst. Empfinden wir heute noch als sehr neu, wird, glaube ich, mal, also irgendwo hat es das aber immer schon gegeben, weil es immer solche, ich sag mal, natürlichen Autoritäten gegeben hat, denen man mehr geglaubt hat als anderen. Mhm. Das ist einfach so, hat es eigentlich das immer gegeben. Das ist auch sehr subjektiv am Ende natürlich. Genau. Und das ist eben durch jetzt die andere mediale Wahrnehmung, kommen Leute zu Wort, die vielleicht nie einen Job im Fernsehen oder nie einen Job bei einer Zeitung bekommen hätten und machen es selbst. Warum nicht? Wie bewertest du das selber? Ich meine, du bist ja jetzt in der Branche sehr lang unterwegs gewesen, auch was Medien angeht oder Musik. Ne? Ja. Da hat man ja 20 Jahre, 30 Jahre vielleicht wirklich was Großes aufgebaut und jetzt kommen die Neuen, die einfach mal über Nacht. Muss so sein. Ja? Nein, der Wandel muss sein. Also die Veränderung ist Teil des Systems, würde ich mal sagen. Aha. Und dann muss man halt gucken, wo sind, also in welche Richtung wird es sich weiterentwickeln und weiter verändern. Wer werden die neuen Player werden? Mhm. Und ich glaube nicht mehr so sehr an diese ganz großen Unternehmen, sondern ich glaube, dass ganz viel erfolgreiche Firmen werden kleine Units sein, die sich punktuell mit anderen kleinen Units zusammensetzen und zusammenarbeiten, ja, für ein Projekt etwas machen, dann mit einer anderen kleinen Unit für ein anderes Projekt was machen und sich so durchhangeln, weil das, glaube ich, so unserer ganz natürlichen Kommunikation eigentlich viel mehr entspricht. War das bei dir auch wirklich so, wo du sagst, ich habe eine Sache angefangen, habe die beendet und dann habe ich gemerkt, eigentlich liegt eine Stärke auch ganz woanders und deswegen bist du so Multitalent und hast verschiedene Sachen angefangen und auch zu Ende gebracht und suchst immer nach der nächsten großen Herausforderung? Also eigentlich suche ich immer nach dem Neuen, also und das hat ein bisschen damit zu tun, weil ich natürlich ich habe einen sehr berühmten, bekannten Vater gehabt und da ist es nicht ganz einfach, in die Fußstapfen zu treten. Ich habe sozusagen den Seitenausfallschritt gemacht und habe gesagt, okay, ich gehe in die Kunst, da kann er mir nicht helfen, da bin ich auf mich alleine gestellt. Insofern so, aber es war dann halt doch dann irgendwann folgerichtig, dass ich eben auch unternehmerisch mich betätigt habe. Und das war dann aber auf meinen Interessengebieten. Ja? Das war dann da, wo ich mich auskannte. Musik spielte eine große Rolle, weil das war halt mein Handicap auf meinem ersten Internat. Da war Musik hören nicht erlaubt. Sowas gab es, ja, ja. Das hat eben auch dazu geführt, dass ich sozusagen genau mit dem Gegenteil mich beschäftigt habe. Voll in die Musik gegangen bin, voll in die Medien gegangen bin. Und eben auch eine entsprechende Haltung dazu habe, weil ich halt weiß, wie wichtig das ist. Also das Spannende ist ja, dass hier, wo es eigentlich so viel zu gucken gibt, auch sozusagen mit Audio gearbeitet wird. Der Mensch lernt zwar überwiegend über Visuelles, ja, so, aber Audio ist das erste Organ, das bei uns sozusagen wach ist. Nämlich schon im Mutterleib hören wir den Herzschlag der Mutter, haben die ersten Außenwahrnehmungen, ist das erste ausgebildete Organ bei uns. Ein Beispiel, ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht. Ein Audio. Ja. Ja, ein fetter Motor hat halt auch einen guten Sound. Ne? Dankeschön, Frank. Ja. Ich bin sehr gefreut.